Oder Bubis! Mit dem Rücken würde ich mal schnell einen Physiotherapeuten aufsuchen. Kannst mich nicht treffen, weil ich untreffbar gerade bin. Weil ich Titten habe. Nee, weil ich absolut nicht in der Ecke stehe. Das sind die ersten weiblichen Models in dem Resident Evil Franchise, ne? Jo. Was auf links, ne? Hinter ja, deswegen. Hinter der Säule. Ich jetzt hier lang gehen. Ich liebe dich, küss mich. Du kannst so rot auf meinem T-Shirt, das alles nur Liebe. Ach, scheiße. Im Corner. Komm, 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 komm. Hol die beide zu dir am besten, wenn der Linke auch noch eigentlich kommen würde. Oh, das ist. Oh. Schubst beide weg, danke. Ja, und Magnum, Magnum, Magnum. Ah. Oh, ich hasse euch. Aber dass du die Magnum-Mitglied nicht dabei hast? Okay, ich muss schießen. Noch einen Hit kann ich nicht, riskieren. Dann bist du wieder abgehört. Ja, ich hätte die Magnum jetzt gerne dabei. Bohnen ist lecker. Und schon der nächste. Ja, ist zu eng. Ja, die Magnum-Schüsse waren es auf jeden Fall wert, einen Biss abzukriegen. Definitiv. Nein, da ist noch einer. Boah, ich höre ihn zwar, aber... Ich will jetzt gar nichts mehr riskieren. Die wissen schon, wo ich bin. Yep. Komm, wann, kleine Sau. Wann kommt er rein? Da ist der Boden. Der hätte doch mal ordentlich in Eiern rumgefummelt. Leon guckt immer noch hin. Oh. Hi. Und er ist ein bisschen schneller, natürlich. Na, er legt sich hin. Aber nicht bevor ich ihn hinlege. So. Niemand. Der liegt nämlich noch. Immerhin eine Kugel gesaved. Und tschüss. Hooray! Woldi go up, Slada. Läuft ja bisher gar nicht so ultra scheiße. Ja, immerhin leben die noch. Ja, unglaublich. Mit Leon. Ich glaube so. Ich weiß gar nicht, ob wir es damals mit Leon überhaupt mal Level 3 so weit geschafft haben. Nee. Wir haben es extra mit Chris gemacht, weil Chris eigentlich am einfachsten ist von den allen. Willst du die Shotgun weggehen? Oder, nein, zieh doch einfach die Pistolenmunition durch. Genau. Ja, weil Chris eben von Anfang an noch einen zusätzlichen Raketenwerfer hat, der ziemlich nützlich ist bei ganzen Endbossen. Und jetzt gehen wir in den anderen Raum. Parallelen Raum. Den Leckern hattest du in den Arsch getreten, oder? Ja, zwanghaft. Da konnten wir wenigstens explore ein bisschen. Und um ehrlich gesagt sind so ein paar Gewehrschüsse und 6 Magnumschüsse besser als 3 Raketenwerfeschüsse. Auf Dauer, weil die meisten Gegner sich mit Raketenwerfer gar nicht so gut treffen lassen. Wenn sie nicht gerade Mr. X heißen. Ja. Hab man ja gerade gesehen bei den Leckern. Ja, die Wunder wie Wunder getroffen haben, obwohl ich einfach nur über sie rüber gezielt habe. Das ist die Resident Evil Aim Logic. Würdest du es irgendwie anders wollen? Ja, ich wollte unbedingt zerfleischt werden. Ah, siehst du. Pistolenkugeln! Und nochmal Pistolenkugeln! Hat sich doch gelohnt. Und nochmal Pistolenkugeln. Gut. Kannst du ein bisschen bam bam. Bam bam. Bam bam. Ein bisschen weniger dodgen. Ist doch schön. Ich weiß nicht, das letzte Mal. Heilmittel und Munition waren gleichsam auf dem Boden der Tatsachen, ey. Ja. Wo wir es geschafft haben. Ich glaube, wir hatten nur 3 Schuss Pistole oder irgendwas. Wir waren vor allen Dingen auch schön auf Gelb. Und wenn wir den anderen Weg gegangen hätten, wären wir ordentlich Das war wirklich 50-50 am Ende. Ich bin ein Guss, da liegt ein rotes Kraut. Der ist zu schnell, ich gehe nochmal raus. Siehst du, da liegt mindestens ein rotes. Wenn nicht 2. Ich muss ihm einen Schuss verpassen. Das rote Kräuter sind wichtig. Ja, ich muss die Magnum nehmen, weil der viel zu schnell ist. Und hinter mir wahrscheinlich auch schon Zombie kommt. Aber man muss echt überlegen, was man hier macht. Ja. Und rote Kräuter sind wie Gold. Ja. Quasi ein Erste-Hilfe-Spray, so gut wie. Im Prinzip. Du brauchst zwar noch ein grünes, um es zu kombinieren, aber das ist im Prinzip euer Lebensretter. Damit hätte ich ein Feuerheilmittel. Yay! Weißt du, da gibt's noch mehr drin? Stimmt, ich lasse erstmal das rote Kraut hier liegen. Ja, kannst du immer später holen. Wenn ich Gewehrmunition finde, kann ich hier gleich reinladen.
Bildschirm soll es halt change, aber. Natürlich. Yes. Gewehrmunition. Das hat sich gelohnt. Ein Magnum-Schuss gegen 7 Supergewehrschüsse. So ungefähr muss man das immer rechnen und das lohnt sich doch, Dicke. Zwei rote Kräuter, also das, der Raum hier unten war richtig gut. Und ein Zombie nur. Klasse. Wir könnten es vielleicht wirklich mal zur Polizeistation schaffen. Ja. Ob wir es bis zur Schreibmaschine schaffen, das ist eine andere Geschichte. Dam, dam, dam. Chris, ich bin jetzt schon ein bisschen neidisch. Ich will auch ganz ein fettes Gewehr haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass bei Ada, weiß ich nicht, die verbesserte Magnum zu finden ist oder solche Sachen. Sie eher die eleganteren, kleineren Waffen hat. Juhu! That doesn't save my ass. So. Okay, wir werden wir erstmal behalten. Ich glaube, die Magnum kann ich erstmal weglegen. Ja, spar dir das doch sogar. Ein Gewehr bei zu haben ist immer eine kleine Lebensversicherung, zumindest für einen Raum oder so. Willst du das eine rote Kraut weglegen? Ja. Ich will nämlich das hier auch dabei haben, weil ich will nicht das nehmen und nicht vergiftet bin. Ja, das ist Verschwendung. So, viel mehr werden wir jetzt erstmal eh nicht finden. Jo. Beautiful. Weit hast du es jetzt nicht mehr. Nee, wir müssen jetzt noch in die Tür oben, dann sind wir unten im Schachraum und da beginnt dann der letzte Abschnitt. Und da hat uns richtig abgefuckt. Was ist hier? Ah. Liegende Zombies. It's a trap. It's a trap. Wie kann man, wenn man careful ist, wunderbar reden. Selbst auf dem Schild ist kein Loop. Ja, das geht doch alles. Da liegt einer, da liegt einer. Na, jetzt einfach links rein, genau. Wunderbar. Mhm. Weil da ist man ziemlich gefickt und das finde ich fast schon unfair, aber naja. Schwer. Gut, sehr gut, Raum perfekt. Dafür gibt's eine Faust. Bam. Wonderful. Wow. 10 Minuten 50 oder so. Haben sie echt mal geschafft. 9 bis 10 Minuten. Das Schwerste ist eigentlich von den Ivys bis zu den Lagerräumen. Ja. Vom zweiten Teil. Ja, cool, schon noch. 15 Minuten schon eh. Und hier haben wir es nochmal, wir müssen nicht viele Bomben finden. Und zwar ab jetzt. Sobald wir die haben, egal was wir sonst gemacht haben, haben wir es geschafft. Aha, leichter gesagt als getan. Oh ja. Ich bin mal gespannt, was jetzt im Schachraum auf mich wartet. Wahrscheinlich hier Hunde oder irgendwas. Hoffentlich keine Ivys. Ich hoffe, dass du sobald wie möglich jetzt. Du hast ja gleich einen Speicherraum. Noch zwei Räume und dann ist der Speicherraum ja schon da. Meine ich. Der kommt. Ja, ich würde gerne in der Mainhall speichern, ehrlich gesagt. Okay. Am zentralsten. Hunde. Nimm die Knarre, du hast genug Munition. Hauptsache die Schussfrequenz geht. 3, 4. Hab's vergessen. Oh, fuck! Fucking strong, you bastards. Jetzt können wir den Rest mit der Pistole machen. Geht nicht, weil die so unregelmäßig angerannt kommen, da hauen die, rennen die in die Schussfrequenz. Also für die Zukunft merken. Bei 4 Hunden müssen wir die Knarre nehmen. Und guckt der. Weil er tote Hunde mag. Schau mal da links, ob da muss liegt, liegt ein Kraut oder so. Das wäre Gold wert. Nee, na schade. Ein dicker Mittelfinger der Entwickler. Nee, ungefähr so wie Cotton Alley von Super Meat Boy. Wahrscheinlich Ivys oder so. Ich würde so was Ivys sind. Ich würde schon gerne mal in den Safe-Raum gucken. Da muss irgendwas sein. Auch wenn da meist nichts drin ist, aber vielleicht. Vielleicht ein blaues Kraut, wenn schon, wenn schon. Hier rechts ist, glaube ich, jetzt nichts in der Ecke. Nee, ach, Ficken sein, ne? What the fuck? Alter. Mauslung, ja. Wow. Schön ausgewichen. Ich wäre fast wieder rückwärts reingerannt. Jetzt muss ich, wenn ich rauskomme, mich gleich nach rechts drehen. Oh, that was worth it. Oh ja. We have ammunition, but we will need every fucking bullet. Wenn jede Kugel brauchen, dann. Willst du irgendwas weglegen? Nicht wirklich. Okay. Jetzt muss ich auch mal an Spinnen vorbei wahrscheinlich. Und ich hoffe, ich werde mein Rosecrowd jetzt nicht schon verpfeffern. Bei dem Vieh hier. Ich hoffe, du läufst jetzt nicht rein. Eben. Wow, close one. Da wollte der gerade einen mit seinen Tentakeln abklatschen. Tentakel Ray. Whee, Japan! Spiders, die kann man aber ganz einfach avoiden eigentlich. Ja, noch links. Yes! Super, dass beide an der Decke waren, hatten wir Glück.
Beautiful, mein Freund. Am Boden sind die nicht immer so berechenbar. Aber dann kann man auch so vorbei glitschen ein bisschen. Oh, jetzt komm, jetzt wird's gefährlich. Licker oder nicht? Licker. Baller den von der Decke. Oder? Ich überlege, ob ich raus kann. Nee, da hat die Corner nicht, dann glaube ich. Vor mir ist einer. Willst du ihn von der Ecke ballern? Oh, I love you. Ich will ihn heiraten. Watch it. Oh, Wunsch! Ja. Awesome! Ich wünschte, ich hätte so viel Glück. Das war wirklich Glück, weil selbst von der Decke ballern, vertragen die mindestens zwei. Mindestens, ich hätte eigentlich sogar drei. Pass auf. Jo. Komm hier. One more. Damn. Bam! Ist auch tot. What the fuck is going on here? Davon stand die mit einem Schuss. Ja. Dann hast du jetzt mal, Zeit, hier zu exploren. Ich glaube, hier noch eine. Hier drin auf keinen Fall. Nice, man. Beautiful. Da kommst du nicht rein? Das ist schon wieder so spannend, wie wenn man kurz davor sich schlafen. Ja. Ganz langsam. Ja. Jetzt im Gang müsste dieses ekelhafte Vieh sein, was Birkin hier. Ach, nicht Birkin. Wer ist nochmal der Police-Chef? Das ist nicht Irons. Das Vieh ist Irons. Dieses Vieh, was. Irons ist tot, der wird auseinandergerissen. Ja, von dem Vieh. Ist er nicht das Vieh? Keine Ahnung. Soweit ich weiß, reißt ihn Birkin auseinander. Dass er ihn runterzieht. Aber es kommt auch auf die Szenarios an. Ich bin grad darüber nicht so nachdenken. Ich erwähne es dann mal in meinem Let's Play. Ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen. Mach das mal. Vielleicht kannst du ja auch beide Runs machen. Die nicht kennen und die kennen. Ich guck mal. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Ja. Aber ist ja nicht lange. Eben. Lauf einfach durch, einfach durch. Dann sind die verschwinden, ja. Die sind automatisch weg dann. Ey, ich sehe schon, werden wir unsere Taktik brauchen, wenn ich es in diesem Run schaffen sollte. Dann werden wir da wieder lang müssen. Oh, krank. Ja. Und jetzt kommt wahrscheinlich Birkin. Jo. Birkin Hundeform. Du musst laufen. Ja, und nicht schießen? Ja. Das Ding ist, du kannst ihn wahrscheinlich einmal abknallen, das würde ihn aber nicht töten. Das ist recht. Und dann zerklatscht er dich. Zum Glück ist er so ein bisschen doof. Ich bin tot. Das ist nur lächerlich. Ist das zum Heilen dran? Ich glaub nicht. Gott, ich mach mega Rape-Attacke. Wir werden da definitiv fertig müssen. Ja klar, durch müssen wir auf jeden Fall. Aber so. Ist genau wie damals, haben die auch die beiden da angepackt. Ja. Und da haben wir die so lange wallet, wie wir konnten. Und dann jetzt kommt ja wahrscheinlich Mr. X runter, ne? Ich werde das mal langsam machen. Warte, kommt ja. Mr. X, ja. So. Willst du ihn ausschalten? Ja klar. Weil wir wahrscheinlich hier überall exploren wollen. Und da kommt noch einer durch. Weil einer nicht reicht. Ja, warum auch? Und aus einem ist das hier ist einer der Gründe, um die Raketenwerfer zu machen. Definitiv. Ja, yeah, zwei Endboss in einem Raum. Und ich will William Birkin Nummer 5 dazu. Meinst du, der kommt da so von unten hoch? Oh, ich schau jetzt mal hier rein. Wir können heilig. Da müsste ein Licker sein. Ja. Nimm schon mal das Gewehr, genau. Ich rechne mit dem. Black Licker wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ist ja deswegen sind die gestorben bei dem großen Schuss, weil wir mit Black Licker Energie gerechnet haben wahrscheinlich. Ja. Nämlich ein bisschen mehr. Und bam! Bist du früh geschossen, dann hätte er einen nicht getroffen worden. Ja. Schön gemacht. Da ist Gewehrmunition, genau. 2 gegen 7. Perfekt. Mal den Schrank. Na, oh, you kidding me. Aber immerhin plus 5. Immerhin. Ah, jetzt würde ich gerne mehr Heilzeug haben. Hast du ein rotes Kraut, ne? Ja. Aber du musst jetzt mal hinkommen und du brauchst ein grünes. Und das nehme ich denn auch. Wenn ich hier einen richtigen Treffer habe, ich bin tot von unten. Hund irgendwie. Ja. Ist nicht in dem Raum noch was? Da müsst du noch links um die Ecke immer was haben. Ich weiß gar nicht, ob hier Gegner sind. Der Raum ist eigentlich immer gegnerfrei im Hauptspiel. Aber ja. Ja, das ist der Raum, wo man die Energie wieder aufrecht erhält. Ja, ich hab keinen gestiegen. Thank God. Thanks, dude. You're welcome. Bam. Jetzt überlege ich, ob ich... Doch, ich nehme auf jeden Fall gleich mal eins. Nimm auf jeden Fall eins, ja. Ist wahrscheinlich schon... Dann bin ich wieder dunkel drin. Take a deep breath. I do.
Und dieser Raum ist wirklich noch frei. Oh Lord. That was a good decision, wasn't it? Nimm noch ein grünes. Ich überlege, ob ich das raushaue. Hast du noch eins im, Nee, hast gleich, ich nehme nur eins. Und dann lasse ich eins erstmal hier unten stehen. Weil wir werden hier garantiert noch langkommen. Und so hast du quasi einen sicheren Raum. Vollheilmittel. Genau. Das nice ist room. Der hat sich mal gelohnt. Die finde ich. Wir waren jetzt vier oder drei grüne? Es waren fünf. Zwei da, oder? Waren das zwei? Nee, war einer. Eins da und drei da. Ja. Vier Stück. Geil. Und wenn ihr jetzt das gesehen habt und ihr stellt fest, ihr könnt nicht zählen, dann ist das nur die Aufregung. Ja. Da oben kamen jetzt, glaube ich, Raben. Raben oder Hunde? Ich meine, da kamen Raben. Was in der Main holen? Deep breath, take a fucking deep breath. Da raus, ich muss kurz nachdenken. Sind wir immer noch in diesem Scheiß. Nee, wir kommen jetzt die Treppe hoch. Wir sind jetzt. Raben kommen trotzdem, es kommen Raben, ich schwör's dir. Ja, genau, wir kommen der langen Gang und dann sind wir in dem großen Bürokomplex. Willst du erstmal da reingehen, wo du im Hauptspiel Magnum-Kugeln kriegst? Ich geh jetzt erstmal in den Gang rein. Dreh dich am besten direkt um, damit du wieder runter kannst. Ja, na klar, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, klar, da will ich rein. Da, no. Da können Ivys drin sein. Ich glaube, da sind auch Ivys drin. Raben. Zombies. Du hast Glück gehabt. Raben werden ekelhaft. Also, pass auf, dass sie dir nicht aufs Bein pinkeln. Ich hab Munition, ich krieg der zu spüren. Was? Ja, ich weiß, du lebst so. Ich hasse das, weißt du das? Wow, dreh dich noch hin, Leon. Hier, mein Bein! Pistole und der Regen, den wir kennen, gute Idee. Ich schätze mal Ivy jetzt, ne? Ich frag mich, ob es ein oder zwei sind. Eine auf jeden Fall. Oh fuck. Hab noch ein Heilmittel, bitte sag mir, dass ich ein Heilmittel hab. Ganz ruhig. Bitte treff. Ich treff nicht. Ich treff dich nicht. Ja, du triffst natürlich zuerst. Fuck! I'm frustrated now. Willst du mich ein bisschen sterben sehen jetzt? Ja. Gut, dachte ich mir. Bis gleich, Leute. See ya.